Hallo, hier ist wieder Klaus Schönke mit Astronavigation einfach. Heute geht es darum, die Position der Sonne oder irgendeines anderen Gestirns zu beschreiben. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten. Eine vom Ort des Betrachters, also dem Navigator aus, und eine unabhängig vom Betrachter. Benötigt werden beide. Die Gestirnsposition vom Betrachter aus wird auch als Position im Koordinatensystem des Horizonts bezeichnet. Ein viel zu komplizierter Ausdruck für das, was eigentlich gemeint ist. Zu dem Thema habe ich dir hier mal etwas Besonderes mitgebracht. Eine Meridianfigur. Mit ihrer Hilfe soll man die Zusammenhänge in der Astronavigation besonders gut erkennen können. Wie zum Beispiel die Höhe des Gestirns, die hier eingezeichnet ist. Sie ist eine der Koordinaten im Koordinatensystem des Horizonts. Du hältst diese Zeichnung für ein wenig verwirrend? Nun, vielleicht beruhigt es dich, dass ich von der Existenz dieser Meridianfiguren erst erfahren hatte, als ich schon längst mein Sporthochseeschifferzeugnis hatte und bestimmt über 100 Astrosteinlinien gezeichnet hatte. Nun, da fragst du dich vielleicht, was soll diese Meridianfigur dann überhaupt? Tja, ich frag mich das auch. Ich habe sie mal einer befreundeten Künstlerin gegeben und sie hat sie dann koloriert. Jetzt kann man sie wenigstens als moderne Kunst an die Wand hängen. Ja, Picasso hat damals als Navigator begonnen. Spaß beiseite. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema, nämlich dem Koordinatensystem des Horizonts. Es ist gar nicht so kompliziert. Zunächst mal brauchen wir, wie der Name schon sagt, einen Horizont, wie zum Beispiel diesen hier hinter mir. Wenn wir jetzt ein Gestirn sehen, dann ist das hier die Höhe des Gestirns und zwar gemessen als Winkel vom Betrachter aus. Also wenn ich ein Gestirn direkt am Horizont sehe, dann habe ich 0 Grad Höhe. Und wenn ich das Gestirn senkrecht über mir sehe, dann habe ich 90 Grad Höhe. Und hier in dem Beispiel sind es vielleicht so 25 Grad Höhe. Damit haben wir auch schon eine Koordinate. Die andere Koordinate im System ist die rechtweisende Peilung des Gestirns. Sie wird zwar Azimut genannt, es ist aber dennoch die rechtweisende Richtung von dir zum Gestirn. Peilung ist zugegebenermaßen auch nicht der richtige Ausdruck, denn es macht keinen Sinn, ein Gestirn, zum Beispiel die Sonne, zu peilen. Die Distanzen sind einfach zu groß. Mit anderen Worten, 10 Seemeilen weiter hast du immer noch die gleiche Peilung wie hier. Also nennen wir es Azimut. Damit hätten wir schon das Koordinatensystem des Horizonts. Höhe und Richtung, also Azimut. Die Höhe liegt irgendwo zwischen 0 und 90 Grad und das Azimut irgendwo zwischen 0 und 360 Grad. Wenn du jetzt denkst, das kann es doch noch nicht gewesen sein, dann muss ich dir leider recht geben. Zur Höhe muss ich noch etwas sagen. Wir schauen nämlich nicht waagrecht, also horizontal, auf den Horizont, sondern von oben. Hier auf der Mole von Travemünde sind meine Augen ca. 3 Meter über dem Wasser. Ich schaue also aus 3 Meter Höhe von oben auf den Horizont. Dadurch liegt der Horizont ca. 1/20 Grad tiefer, als wenn ich waagrecht schauen würde. Der Horizont wird auch Kim genannt und dieses 1/20 Grad nennt man die Kim-Tiefe. Sie ist von der Augenhöhe über dem Wasserspiegel abhängig. Auf der Brücke eines großen Schiffes in 25 Meter Höhe ist die Kim-Tiefe schon 3-mal so groß wie hier unten. Wenn du dir jetzt gerade denkst, 1/20 Grad, na, der will's aber genau wissen, dann kann ich nur sagen, oh ja, Genauigkeit ist Trumpf bei der Höhe eines Gestirns. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch sehen, warum. Jetzt aber erstmal zurück zur Höhe. Wir schauen leider auch nicht direkt auf das Gestirn. Das liegt an der Lichtbrechung in der Atmosphäre. Vielleicht erinnerst du dich aus der Schulzeit, dass das Licht immer zum dichteren Medium hingebrochen wird. Das wird dann oft am Beispiel von Wasser oder Glas gezeigt. Und das passiert auch, wenn das Licht der Sonne oder eines anderen Gestirns vom Weltraum in die Erdatmosphäre gelangt. Dadurch erscheint uns das Gestirn höher, als es in Wirklichkeit steht. Besonders stark ist der Effekt bei geringer Höhe. So schaust du bei Sonnenaufgang quasi hinter den Horizont und siehst die Sonne bereits, bevor sie eigentlich aufgegangen ist. Für die Betrachtung bei der Astronavigation ist die Lichtbrechung wieder eher gering. Meistens liegt sie so zwischen einem Hundertstel und einem 1/20 Grad. Aber Genauigkeit ist Trumpf. Die Lichtbrechung muss berücksichtigt werden.
Der Fachausdruck für die Lichtbrechung heißt übrigens Refraktion. Das gehört zwar eigentlich in die Kategorie Wissen, das zu nichts nutzt, außer zum Angeben, aber ich erwähne das hier trotzdem mal, weil dieser Ausdruck oft in der Fachliteratur verwendet wird. So, das war jetzt alles zum Thema Koordinatensystem des Horizonts. Jedes Gestirn hat zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem bestimmten Ort aus eine Höhe und eine Richtung, die Azimut genannt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Bis zum nächsten Mal bei Astronavigation einfach. Tschüss.